Hallo, das ist Shut Up and Take My Money, unser Format zum Crowdfunding, in dem wir jedes Mal eine Handvoll interessanter und unterstützenswerter Projekte raussuchen, um sie euch vorzustellen. Heute haben wir neben einer Erweiterung für Super Dungeon Explore, einem verboten niedlichen Tabletop in Manga-Optik, nicht nur die üblichen Computerspiele, sondern auch Comics und Filme im Angebot. Vielleicht ist auch für euch ein Kandidat dabei. After Reset, The Fall of Gears sieht beeindruckend aus. Die Graphic Novel erzählt von einer Postapokalypse, in der sich eine hochtechnologische Zivilisation unter die Erde zurückgezogen hat. Als dann jedoch Überlebende von der Oberfläche in einen Vorposten eindringen und die Monster der Oberwelt mit den gefährlichen Forschungsprojekten der Unterwelt zusammenstoßen, beginnt ein zweiter Weltuntergang mit Technologie, bizarren Kreaturen und ordentlich Grusel. Dabei ist The Fall of Gears nur die Vorgeschichte zum PC-Rollenspiel After Reset, das zwar auf Kickstarter nicht erfolgreich gefundet wurde, dafür aber über die Aufmerksamkeit dort andere Unterstützung erhalten hat. Die Graphic Novel schafft es jetzt aber auch über Crowdfunding. His work was recently featured in the Telecos Protocol Kickstarter. And all our yesterdays of licit fools, away to dusty death. In Enemy of Man könnten wir zu sehen bekommen, wie Ned Stark Tywin Lannister einen Thron abnimmt. Oder wenigstens etwas Ähnliches, denn Charles Dance und Sean Bean haben zugestimmt, in einer Filmumsetzung von Macbeth mitzuspielen. Und Harry Potter Sidekick Rupert Grint ist ebenfalls mit dabei. Das könnte ziemlich sehenswert werden. Und wen wird Sean Bean wohl spielen? Was passt am besten in sein Portfolio? Na klar, Macbeth selbst, denn wir wissen ja alle, wie es mit dem ausgeht und so kann der Herr Bean seiner Sammlung legendärer Filmtode noch einen hinzufügen. Immerhin vielleicht mal einen ehrenvollen im Zweikampf. Aber das Ganze wird nur was, wenn noch mehr Leute einsteigen. Derzeit sieht es aus, als würde der von Shakespeare zum Menschenfeind umgeschriebene König das Ziel knapp verfehlen. Ein weiteres, deutlich günstigeres Filmprojekt ist schon gefundet. Prelude to Axanar wird eine Star Trek-Doku, aber im Universum von Star Trek. Das soll die Vorbereitung für den eigentlichen Film Axanar sein, der sich einer entscheidenden Schlacht gegen die Klingonen und seinem Held Garth von Isar widmet, die zuvor nur Fluff am Rande von Folgen aus der Classic-Serie waren. Mit Prelude to Axanar will die Crew beweisen, dass sie das Know-how und die Möglichkeiten haben, auch ein größeres Projekt anzugehen, das dann später auch auf Kickstarter gefundet werden soll. Party on, Garth. Look, I'm an artist. I love things that are visionary, things that are edgy. Celestian Tales Old North kommt von einem Team aus Indonesien, spielt aber in einer sehr europäischen Fantasy-Welt und leiht sich dafür einen putzigen Anime-Stil. In der bunten und hübschen Oldschool-Umgebung mit ihren handgemalten Pixel-Animationen soll aber eine komplexe und düstere Geschichte um Verantwortung, Treue und Gewissen erzählt werden, die in 3 Episoden aufeinander aufbaut und die Charaktere bei ihrer Entwicklung begleitet. Freunde von altmodischen Rollenspielen sollten sich das vormerken, gefundet ist das Projekt auch schon. Earthlock Festival of Magic von einem Haufen sehr sympathisch wirkender Norweger hat sich als Vorbilder ebenfalls klassische Rollenspiele mit einem japanischen Touch auserkoren, wählt dafür aber einen 3D-Ansatz. Und ist unglaublich putzig. Auch das Setting klingt interessant. Die Fantasy-Story spielt auf einer Welt namens Umbra, die aufgehört hat, sich zu drehen und nur in einer Schattenzone zwischen Wüste und ewigem Winter wirklich lebensfreundlich ist. Außerdem bekommen wir eine Insel als Hauptquartier, die sich mit uns mitentwickelt und auf der wir unsere Munition anbauen. Warum auch nicht? Eben ausgelaufen ist Starcrawlers und leider auch die PayPal-Zahloption. Nach seinem erfolgreichen Funding solltet ihr aber die weitere Entwicklung von diesem Dungeon-Crawler im Weltall auf jeden Fall im Auge behalten, ob ihr gebackt habt oder nicht. Denn das Konzept von einem klassischen Schritt-für-Schritt-Dungeon-Crawl mit Aliens, Robotern und zahlreichen Missionen in einem großen Universum klingt nicht nur gut, es sieht in der aktuellen Pre-Alpha auch ziemlich gut aus. Unser Hauptthema ist gerade erst blütenfrisch an den Start gegangen. Das verboten putzige Dungeon-Crawl-Brettspiel Super Dungeon Explore soll eine umfangreiche Erweiterung bekommen und hat dafür auf Kickstarter innerhalb weniger Stunden erst das Funding-Ziel und dann 100.000 Dollar abgeräumt, Tendenz stetig steigend. Für alle, denen Super Dungeon Explore nichts sagt, das ist eine Mischung aus Tabletop und Brettspiel, in dem Helden in Dungeons hineintappen, von einem anderen Spieler geleitete Monster töten und sich mit Bossen auseinandersetzen müssen.
Dabei ist das Regelwerk mit Absicht überschaubar, um schnell losspielen zu können, und das gesamte Design ist eine putzige Chibi-Version klassischer Fantasy-Figuren. Dabei wurden die Minis aus einem Plastik hergestellt, das sowohl für normale Spielfiguren taugt, aber auch von Bastlern bemalt werden kann. Mit Forgotten King gibt es neue Chibi-Helden und Monster, die anders als in den bisherigen Sets fertig zusammengesetzt sein werden, aber immer noch individuell bemalt werden können. Über neue Dungeon-Bewohner und Bauteile hinaus gibt es aber auch neue Regeln, die kooperatives Spiel fördern und einige Stolpersteine der bisherigen Boxen überarbeiten. Aber was genau der Plan für die Erweiterung ist, konnten wir John Caddis von Soda Pop Miniatures im Skype-Interview selber fragen. And what were the most important things people have been asking for, apart maybe from already assembled miniatures? People like to have a very cooperative experience and not feel like they are forced into taking on the role, in our case, of the dungeon, the console, spawning monsters. That's a very fun part of our game, and we're always going to have it. And in our rule set, that's what we've called Classic, or Classic Super Dungeon Explorer. But we have also introduced what we call Arcade Mode, and this is the arcade version of the game where you can play with all of your friends and run against a fully animated dungeon that takes away all of the decision-making for you and just forces dice rolls and does different things that allow that gameplay to be more interactive with you and everybody at the table and doesn't put somebody off to the side. Bleibt nur noch der WTF-Moment der Sendung. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Russen, die erstmal ewig über Raumfahrt, T-Shirts und Indie-Sein geredet haben, bevor sie irgendwann zur Sache kamen und die dann auch relativ schnell das Video für ihre Kampagne ausgewechselt haben? Ziemlich genau so lief es mit Capital Sander. Jetzt erwartet einen nur noch etwas Gameplay eines sterilen GTA-Klons, also eines älteren GTAs, aber vorher bekam man gleich eine ganze Abhandlung zu Lebensträumen, inklusive wohl witzig gemeinter Parodien anderer Berufe als dem des genialen Spieledesigners. Lehnt euch zurück und genießt. Motivation to move forward. We all have a great potential inside. Everyone has a dream to fulfill. What about working as a mechanic? Not solving a fortune. Could we dance as a professional? 2:30 und wir wissen immer noch nicht, um was es geht. I guess what you're all waiting to hear is how the project came about. Nein, ich will wissen, was dein Projekt ist. Months ago, while waiting for a great friend who I had not seen for a long time. Oh God. While waiting in the street, I quickly realized that very few people passing by smiling. Vielleicht waren die auch von dir gelangweilt. 5 Minuten! 5 Minuten, bis wir mal was über das Spiel erfahren. Rekord? Das war's für heute. Wie immer gilt, wenn ihr euch irgendwie an der Sendung beteiligen wollt, dann könnt ihr das erstens, indem ihr uns irgendwelchen Dekokram zuschickt oder indem ihr uns selber Projekte vorschlagt, die ihr gerne in der Show sehen möchtet. Da wir das nächste Mal die 42. Folge haben, gerne mit irgendeinem Bezug zu Douglas Adams. Das war's. Tschüss und bis dann. You are the devil, and I know that when you're here, I've got to show that I'm the nicest, the neatest, the most lovely girl. 'Cause ooh, I'm in love, and baby, you know. Because I'm